So, denn jetzt mal Ablaufprogramm von unserer Kaffeeausfahrt heute Nachmittag. Also, wie wir nach Jabel hinkamen zu Klaus Bären, da wurden wir schon, da standen in Jabel am Anger schon 3 Polizeiautos und ich weiß auch nicht, was sie da wollten. So, und dann Klaus Behrens hatte dann schon nachmittags um 1 einen Anruf von der Polizei, was wir denn vorhaben und so, und hat Klaus gesagt, wieso, ich habe meine Berufskollegen eingeladen auf eine Tasse Kaffee. Ja, aber Aldi und hin und her, und dann waren wir ja neugierig und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und dann sind wir dann mal von Jabel nach Wittstock gefahren. So, und ja, dann haben wir da bei Klaus Kaffee getrunken und haben ja dann irgendwann ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil nun hat sich die Polizei extra so viel Mühe gegeben, das Aldi-Lager abzusperren, weil die ja nur gedacht haben, Mensch, da kommen ein paar Trecker. Und Aldi macht immer so scheiß Preise, nicht, dass sie auf die blöde Idee kommen, irgendwie Aldi was Böses zu wollen. War ja gar nicht unsere Absicht. Wir wollten eigentlich nur bei Klaus einen Kaffee trinken. Mehr wollten wir ja gar nicht. Haben wir so gedacht, so ganz im Regen stehen lassen können wir die ja nun auch nicht. Sondern nicht, dass sie da umsonst stehen und nicht wissen, was sie in den Einsatzbericht schreiben sollen. Wieso sie da jetzt so viel Zeit verpneppert haben. Ja, und dann haben wir so gedacht, ach, dann fahren wir mal zu McDonald's. Gleich da McDonald's Wittstock nebenan hat Klaus Behrendt noch eine Fläche, haben wir gedacht, Mensch, die können wir wunderbar als Parkplatz nehmen. Schön an der Autobahnabfahrt, haben wir uns da hingestellt. Sind zu McDonald's rein und haben Kaffee getrunken. Ganz gemütlich und haben uns noch weiter unterhalten. War echt ein netter Nachmittag. So, ja, und ein Streifenwagen stand die ganze Zeit auf der Verkehrsinsel. So lange, wie wir da standen. Haben wir noch mal geguckt auf der Rücktour von McDonald's, da haben wir so gedacht, ach, lass uns mal gucken, ob die Polizisten da noch stehen. Und dann sind wir da noch mal zurück vorbeigefahren nach Jabel und haben dann jetzt so gedacht, ach, dann fahren wir jetzt alle nach Hause. Was bringt das denn jetzt alles, ne? Weil Kaffee, den ganzen Nachmittag Kaffee trinken und nachher ist auch Feierabend. Trecker ist auch warm, dann kann ich hier einen schönen Ölwechsel machen. Das passt schon alles ganz gut. Insofern, Kaffee trinken bei Klaus Behrens ist echt super klasse gegen Winterdepressionen.